Das Freiburger Bobbele fragt nach. Sind Sie heute schon ins Bächle neidappt? Nee, ist ja alles trocken. Nee, ist ja nichts drin. Nein, ich bin auch schon verheiratet. Sind Sie heute schon ins Bächle neidappt? Nein. Du gehst mal auf den Senkel? Gehst mal auf den Sack. Mich hat's verwischt. Man hat sich verliebt, schätze ich mal. Genau. Sind Sie heute schon mal ins Bächle neidappt? Noch nicht. Das sieht aus wie schon mal gegessen. Nochmal? Das sieht aus wie schon mal gegessen. Damit kannst du mich jagen. Oh, hau ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Lupf dein Fuß. Fuß anheben. Mach jo kein Ferz. Kein scheiß Dreck. Das ist sau lecker. Das schmeckt richtig gut. Sie haben doch wahrscheinlich ein Buch geschrieben über was alemannisch, oder? So nicht, aber kann ich einfach machen. Eus nach dem anderen. Eine nach dem anderen. Wenn der Freiburger sagt, nur nicht hudle. Das verstehen wir leider nicht. Das Ding ist hier. Oh, die Sache ist kaputt. Sind Sie heute schon ins Bächle dappt? Ja. Ja? Wissen Sie, was das bedeutet? Keine Ahnung. Ich muss aufpassen, mein Mann ist Baderner und wenn ihr da ein bisschen Schwäbisch schwätzt, ist es ein bisschen schwierig. Die Baderner sind da. Ich muss das Visum beantragen, dass ich hier überhaupt leben darf. Genau wie Hampelmann-Brunze ist? Selber weiß ich nicht. Hampelmann-Brunze hat man früher so gesagt, so mit dünnem Bier. Ah, dann ist ja gut. Bier trinke ich kein Bier. Wer soll denn das essen? Wenn es zu viel ist. Hock dich nah. Setz dich hin. Ja, bitte. Sind Sie heute schon ins Bächle neidappt? Nee. Das ist sau lecker. Oh, schmeckt gut. Mach kein Ferz. Mach kein was? Mach kein Ferz. Ferz? Ferz. Weiß nicht, was das heißt. Mach das Ding nicht hin. Was für ein Ding? Früher haben wir immer gesagt, Mensch, Meier, sagt kein Mensch mehr. Ne? Gib mal einen Schmatz. Oh, gib mal einen Kuss. Kriegst du jetzt einen Schmatz? Lupf deine Füße. Heb deine Füße. Und warum? Weil die Leute immer schlurfen. Die Schwaben schimpfen immer über die Badenser. Die Badenser. Die werden von den Franzosen, wären sie verdorben worden. Echt jetzt? Immer so schlimm? Ja, kulturell und nicht so sparsam wie die anderen. Aber ich weiß nicht, ob ihr Baderner das kennen. Ein Muggesäckel. Ein Muggesäckel ist halt ja was ganz Kleines. Genau, genau. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Freiburg ist schön, gell? Ja, das heißt, ich soll das bestätigen, dass es schön ist. Ja, bestätigen Sie das? Würde ich sagen, ja. Und einmal drucken? Ein Drückerle. Ja! Tschüss!